wenn Sie jetzt Spielzeug verschenken, an Ihre Kinder, Enkelkinder vielleicht, was verschenken Sie da? Das würde uns mal interessieren. Es muss eine schöne Kombination sein, zwischen dem Spielfreude zu vermitteln, aber es darf auch ein bisschen dabei sein, dass man etwas erlernt. Was ich auf jeden Fall nicht schenken werde, ist Spielzeug, das kein gutes Material hat und keine Sicherheit. Also qualitativ, hochwertig, vielleicht auch nachhaltig. Und sicher. Und sicher. Ja. Spielen Sie denn noch selber? Ja, ab und zu. Viel und gerne? Viel kann ich nicht, denn ich bin sehr viel unterwegs. Aber wenn ich spiele, dann habe ich ein ganz bestimmtes Spiel mit meiner Familie. Ja. Kann ich Ihnen auch verraten, was es ist? Es ist Activity. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Das spiele ich auch selbst sehr gerne. Das heißt aber, haben Sie denn auch jetzt während der Messe mal Zeit bei den einzelnen Ausstellern? Da sind ja auch viele Spiele aufgebaut, da kann man selber mal aktiv werden. Kommen Sie dazu, jetzt mal in der Zeit, hier das selber auszuprobieren? Nein, meine Funktion ist eine andere. Also ich bin ja für das Geschäft des Unternehmens zuständig, sodass wir dann mit den Ausstellern schon über die Zukunft sprechen, über Vertragserneuerungen, über Trends, die wir dann abbilden sollen. Zum Spielen komme ich leider nicht. Leider, gell? Ich danke Ihnen aber erstmal für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen natürlich noch weiterhin auch eine erfolgreiche Messe. Und ich glaube, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen spielen. Das machen Sie. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke.